ein verstrahltes Howdy Volks bei Don Rico 44 zu Volt 76. Yeah.
hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hi, ich bin Kesha McDermott. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation eines Wissenschaftsfests für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahrung suchen. Geradezu tollwütige Überlebende abwehren. Es war ziemlich übel. Ich traf ein paar Kids aus der Highschool, deren Eltern nicht überlebt hatten. Und wir fanden eine Weile lang gemeinsam in einem alten Haus Unterschlupf. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Radio zu reparieren. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Wir konnten uns vor Freude kaum halten. Doch die Reise von Watoga nach Flatwoods war hart. In den Bergen begegneten wir ein paar Arschlöchern, die unser Essen und unser Wasser stahlen. Ich war unglaublich froh, die Responder in Flatwoods zu finden. Zelte für alle. Offene Küchen. Medizinische Versorgung. Schutz. Wir waren endlich sicher. Es gab da aber ein Problem. Die Wasserquellen waren stark verschmutzt. Die Leute kochten das Wasser ab, aber nicht lang genug, um es trinkbar zu machen. Also meldete ich mich und sagte, ich kann ein Gerät bauen, um die Kontaminierung zu testen. Und ich kann euch zeigen, wie man Wasser richtig abkocht. Und das habe ich auch gemacht. Die Welt wird wieder besser, aber nur langsam. Und wir müssen dafür sorgen, dass nicht wieder alles zusammenbricht. Dafür brauchen wir nur Zeit und Engagement. Nun ja, Zeit, Engagement und Wissenschaft.
76, it is your duty to carefully review your Vault-Tec provided films yearly to fully prepare for the day when...